Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Mini Back Nano Aquaristik, dem Onlineshop für Zwergkaninchenhaltung. Und ihr seht schon, ich sitze diesmal nicht vor meiner Anlage, vor meiner Zuchtanlage, sondern ich bin woanders, ich bin bei meinen Eltern zu Hause. Und dieses Becken hier, das ist vielleicht einigen von euch noch in Erinnerung, das war eines meiner ersten Schaubecken, die ich bei Mini Back Nano Aquaristik im Ladengeschäft vor Ort. Ich hatte immer so 3 bis 5 verschiedene Schaubecken, die ich dann auch verkauft habe, so als Komplettset. Ich bin ja kein großer Fan von diesen normalen Komplettsets, die Anfängern immer so verkauft werden. Das sind dann meistens so diese 60 cm Becken, 55 Liter fassen die, und da ist dann ein Filter mit dabei, eine Beleuchtung mit dabei, also Abdeckung meistens. Und wahrscheinlich noch ein Heizstab oder sowas. Und meistens passt das alles nicht so ganz so gut zusammen oder ist nicht ganz so nach den Wünschen oder Bedürfnissen, die man dann hat. Und ich habe diese Komplettsets, das bedeutet bei mir, das sind fertig eingelaufene Becken, die schon komplett stehen und die man praktisch dann so mit nach Hause nehmen konnte. Ich habe die auch immer noch zum Verkauf, aber 2 sind noch übrig. Das ist einmal dieses hier. Und dann noch das Pondbecken, das ihr sonst eigentlich immer in meinen Videos seht. Da sitze ich immer eigentlich daneben. Heute bin ich mal hier, weil das ganz, ganz lange nicht auf dem Kanal aufgetaucht ist. Und ich glaube, viele von euch kennen es gar nicht. Ich verlinke euch mal ein Video, wie ich es eingerichtet habe oder wie ich es vorgestellt habe damals. Es hat sich ein bisschen verändert, aber gar nicht so viel. Und es läuft wie eine 1. Es ist wunderschön, finde ich. Es ist recht simpel eingerichtet, aber es ist auch ein Becken, das eher so auf Kinder ausgerichtet war, von Anfang an schon. Das habe ich mir von Anfang an halt so vorgestellt. Es stand im Geschäft auch in der Kinderecke und er hat da die Blicke auch auf sich gezogen. Das Becken heißt Raptoreninsel und der Name ist entstanden mal durch eine Abstimmung, die ich auf Instagram gemacht habe. Das habe ich zu jedem Schaubecken gemacht, wie es denn heißen könnte. Und bei diesem hier hat die Raptoreninsel dann gewonnen und ich weiß gar nicht mehr, was noch alles zur Auswahl stand. Für mich ist es jetzt einfach die Raptoreninsel und das bleibt auch dabei. Ich bin sehr froh, dass das Becken hier steht, denn ihr wisst ja, dass ich zu Hause so einiges schon stehen habe. Und das ist das einzige Aquarium, das bei meinen Eltern steht. Es wird aber von mir gepflegt. Und das ist auch ganz unproblematisch, denn ich habe keinen langen Fahrtweg hierher und ich bin sowieso oft hier. Also kann ich dann auch mal eben ins Becken schauen und es sauber machen. Besetzt ist das Becken mit Yellow Fire Garnelen und damals noch mit dem Hintergrund, dass das die meiner Meinung nach beliebtesten Garnelen bei Kindern waren. Im Laden sind die ganz gut gegangen, weil Kinder eigentlich sich immer entweder die orangenen oder die gelben ausgesucht haben. Meine Mama mag aber auch die Yellow Fire am liebsten und da passt das ja eigentlich auch ganz gut, dass das Becken hierher gezogen ist. Den direkten Link zu den Aquarien auf der Webseite gebe ich euch mal hier unten in die Infobox hinein. Nein, das ist ja die Videobeschreibung, gar nicht die Infobox. Sorry. Ihr wisst, was ich meine. Ihr findet alle Links zu diesem Aquarium unten. Und wenn ihr auf meiner Webseite seid, minibeck.de, dann findet ihr das in der Kategorie Aquarien. Nicht im Shop, sondern unter der Kategorie Aquarien, weil ich diese kompletten Aquarien natürlich nicht versende. Das ist tatsächlich nur für Selbstabholer. Aber ich verpacke die natürlich komplett, dass ihr sie einfach nur noch mitnehmen müsst. Ich habe auch schon mal gezeigt in einem Video, wie ich diese Aquarien verpacke. Das war damals eine Kundenbestellung, kein Schauaquarium, aber ich verlinke euch das auch mal unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber nochmal zu dem Becken. Ich einmal so die technischen Daten, ich muss da unten ablesen. Also es ist ein Blau-Aquaristik. Die kommen immer mit Halterungen für die Abdeckscheibe und eine Abdeckscheibe aus Glas. Das finde ich immer ganz schön. Und auch eine kleine passende Unterlegmatte ist dabei. Das hier ist jetzt das Modell aus Floatglas. Es gibt alle Modelle von Blau-Aquaristik, aber auch in Weißglas. Dann haben die keine abgerundeten Ecken und dann haben sie auch eine etwas dickere Abdeckscheibe. Die hier ist jetzt relativ dünn, aber für die Zwecke wunderbar. Und auch die Unterlegmatte ist dann weiß bei den Weißglasbecken. Wie gesagt, das hier ist aber Floatglas, hat also abgerundete Ecken, ganz klassisch, wie das oftmals bei den Cubes halt ist. Was ich an der Abdeckscheibe sehr schön finde, zeige ich euch gleich nochmal. Sie ist nicht genauso groß, die Fläche, wie das Aquarium. Das heißt, man hat hier so ein bisschen Spiel für Kabel, für Technik oder auch zum Füttern. Das finde ich immer sehr praktisch an den Blaubecken. Dann habe ich einen kleinen Filter da drin von Aquael. Das ist der ASAP Innenfilter 300. Das ist der Filter, kann ich euch auch mal einen Link nach unten setzen, den man auch zum Beispiel für ein Paludarium oder für die Gestaltung von einem Wasserfall benutzen kann.
Dann ist da oben drauf die Aquair LEDi Smart 2. Das ist eine ganz zuverlässige, sehr flache Lampe. In der Nahaufnahme könnt ihr die gleich nochmal besser sehen. Ich finde die vom Design her sehr unauffällig und das mag ich an Lampen eigentlich am liebsten, wenn die nicht ganz so herausstechen. Und ja, das war es auch schon an Technik. Ich habe keine Heizung da drin, das betone ich ja immer wieder. Hier ist es im Wohnzimmer und wenn es im ganz normalen Wohnraum ist, dann braucht man überhaupt keinen Heizstab für die Garnelen. Als Bodengrund habe ich, wie ich das immer mache, hinten Lavasplit ein bisschen mit Säure gemischt, weil ich damals noch Stängelpflanzen in dem Becken hatte, die sind nicht mehr da. Dann habe ich vorne ein bisschen Kies, groben Kies und auch feinen Kies obendrauf. Das ist verschiedenfarbiger Kies, tatsächlich auch von Aquael. Und dann habe ich noch als Hardscape zwei Drachensteine. Einer ist hier vorne, einer dort hinten. Und beide sind bepflanzt mit verschiedenen Bucephalandra. Und dann habe ich jede Menge Mini-Christmas-Moos da drin. Und Mini-Christmas-Moos finde ich für die Gestaltung für so einen Wald immer am allerschönsten, weil das so farnartig wächst und wirklich so ein bisschen urig und wie eine kleine Mini-Landschaft aussieht. Ich habe mit dem Garnelenbäumchen, das ihr auch bei mir im Onlineshop finden könnt, und Wuckerholz dann so einen Baum gebastelt und den mit Moos bepflanzt. Und mittlerweile sieht man überhaupt nichts mehr von dem ursprünglichen Garnelenbäumchen. Das sieht jetzt wirklich aus wie eine bewachsene Baumkrone. Das hier vorne ist ein Shrimp-Lolli, da wird gerade ordentlich gefuttert. Und als Deko-Element habe ich dann noch den Mofan-Dinosaurier drin, ein kleiner Raptor. Und ich weiß, es ist ein kontroverses Thema mit dieser Plastikdeko im Aquarium. Man muss da wirklich aufpassen, dass man keine Weichmacher hat. Man muss auf das EC-Zeichen achten. Das darf nicht nur auf dem Etikett sein, sondern auch auf dem Gegenstand selber. Und ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit sich da die Einstellung vielleicht so ein bisschen verändert hat. Auf Instagram tauchen immer mehr Deadpools, Indiana Jones, Dinosaurier, Schlösser und so weiter im Aquarium auf. Und es ist ein ganz normales Deko-Element und es ist reine Geschmackssache. Den Garnelen ist es egal und es ist vollkommen okay, solange das Ganze, wie gesagt, keine Weichmacher hat und lebensmittelecht ist. Darüber habe ich aber in den anderen Videos über dieses Aquarium, glaube ich, genug gesprochen. Jetzt gebe ich euch mal ein paar Nahaufnahmen von den Garnelchen. Das Becken hat keinen besonderen Unterschrank, steht hier auf einer ganz normalen kleinen Kommode, ziemlich präsent. Und hier seht ihr, was ich mit der Abdeckscheibe meine. Die ist relativ dünn, aber vollkommen okay dafür. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, man kann sie hin und her schieben und sie hat hier so ein bisschen Spiel, was ich halt sehr vorteilhaft finde. Einmal für Kabellage und dann natürlich auch zum Füttern hier vorne zum Beispiel. Man muss sie nicht gleich komplett abmachen. Die Lampe super flach und unscheinbar. Und LED natürlich. Und wie ihr seht, also weiter ist dazu eigentlich nichts zu sagen. Halterung ist einfach so ein Steckmechanismus. Perfekt, man braucht überhaupt nichts anschrauben. Da gibt es also auch keinen Verschleiß. Das finde ich immer ganz wichtig. Und hier seht ihr den Dino. Man sieht die Buzen hier vorne. Und da hinten, da nochmal hellere. Die machen sich da ganz gut. Und natürlich die kleinen süßen, die sich da am Shrimp-Lolli laben. Und ich habe hier überhaupt nicht selektiert, seit 2 Jahren jetzt nicht. Und so sieht es dann aus. Sie haben ein bisschen Algen gefressen, dann kann es sein, dass die etwas in Richtung grünlich gehen. Das hat nichts mit der Genetik zu tun. Das ist kein Selektiergrund, sondern es ist einfach, dass sie ein bisschen Aufwuchs gefressen haben. Denn ein bisschen Algen haben wir an den Scheiben. Hinten vor allem, hier sieht man vielleicht, könnt ihr die Punktalgen sehen. Das futtern sie natürlich ganz gerne, aber das ist überhaupt nicht weiter ein Problem. Ich sehe das eigentlich als gutes Zeichen, dass das Becken soweit dann in guter Waage ist, weil es gibt überhaupt, wie ihr seht, gar keine anderen Algen. Hier könnt ihr nochmal ein Ästchen sehen von dem Garnelenbäumchen und hier auch, aber die Krone ist komplett dicht und zugewachsen. Und ich zupfe das ja immer ab, also ich schneide Moos nie, sondern ich zupfe es immer und versuche immer, dass es wirklich so Kissen und Decken bildet, so wie diese Baumkrone halt jetzt auch, dass die sich hier so ein bisschen drüber schwingt über dem Dino und der sitzt dann da im Schatten unter dem Baum. Eigentlich bin ich kein allzu großer Fan von dunkler Rückfolie. Ja, ich mag eigentlich lieber die Fensterglasoptik oder halt dann wirklich braun oder grün auch gerne. Aber hier finde ich das Schwarz wirklich passend. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht gespiegelt werde.
Hier finde ich das Schwarz wirklich passend, gerade bei so einem ganz kleinen Aquarium, weil es ein bisschen Tiefe verleiht und weil es dem Grün vom Moos dann auch nochmal wirklich ganz gut tut. Man hat dann, obwohl gar nicht so viel drin ist, das Gefühl, dass hinter dem Baum nochmal irgendwie es tiefer in den Wald hineingehen würde. Jetzt würde mich in den Kommentaren tatsächlich interessieren, ob ihr neu hier auf dem Kanal seid und dieses Becken noch gar nicht gesehen habt, jetzt vielleicht zum ersten Mal, oder ob ihr schon lange mit dabei seid, lange mit an Bord und dieses Becken schon damals bei Minibeck im Ladengeschäft gesehen habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und freue mich auf euch im nächsten Video. Bis bald, meine Lieben!